Willkommen zu einer neuen Lifestyle-Sendung. Ich stehe vor der malaysischen Botschaft, denn hier findet gleich die Pressekonferenz zur ITB statt. Die große Reisemesse startet. Die internationale Tourismusbörse Berlin ist seit 1966 die Leitmesse der weltweiten Tourismusbranche. Mehr als 180 Länder und Regionen, zahlreiche Bühnenshows, Mitmachaktionen, Kulturen aus nah und fern und Geheimtipps von echten Insidern geben auf der ITB Berlin einen Vorgeschmack auf das Schönste von dieser Welt. Bei der Pressekonferenz erfahren wir einiges vom Gastgeberland Malaysia. Alle 14 Staaten von Malaysia werden auf der ITB vertreten sein. Es werden auch verschiedene Architekturen unseres Landes dargestellt. Es wird auch eine Ausstellung verschiedener Sehenswürdigkeiten geben. Darunter sind auch die bekannten Bambusstufen, die sogenannten Ringleys. Sie müssen wissen, dass Malaysia bekannt ist für seine Schönheit. Es gibt für jedermann etwas zu besichtigen. Unser Land bietet sich auch für Abenteuerreisen an. In Kuala Lumpur gibt es zum Beispiel die Petronas-Türme, welche mit der Glasbrücke Skybridge verbunden sind. Dann haben wir in Sabah die 235 Meter lange Zipline, auch bekannt als Flying Fox, die zwei Inseln miteinander verbindet. Taucher finden bei uns wundervolle Tauchparadiese. Bei der ITB werden sie einen fantastischen Einblick in unser Land bekommen. Die ITB dient auch dazu, ein noch unentdecktes Land näher kennenzulernen. Wir sind sehr happy, dass Malaysia Gastland ist, weil das eigentlich ein unentdecktes Reiseland, insbesondere für Zentraleuropa ist. Wir kennen Kuala Lumpur und die Petronas Towers, aber es gibt viel mehr. Britisches Kolonialerbe, natürlich Strände, aber auch tolle Tauchgebiete und man kann sogar bergsteigen auf dem höchsten Berg Asiens. Wie viele Aussteller oder in der ITB-Sprache, wie viele Gebuchte haben Sie denn auf der ITB, der diesjährigen? Wir begrüßen auf der ITB dieses Jahr über 180 Länder und Gebiete und rund 10.000 Aussteller. Das ist die größte Reisemesse weltweit überhaupt auf der Welt. Wir haben uns dieses Jahr für unsere Besucher am Sonntag der ITB etwas einfallen lassen. Wer am 10. März um 12 Uhr zum Eingang Süd verkleidet in ein Dschungelkostüm kommt, erhält freien Eintritt. Da komme ich ja schon zur nächsten Frage. Für Kinder ist das auch eine tolle Sache, die ITB. Wir bieten einerseits Kinderbetreuung an im ITB Kinderland, aber für Familien und Kinder gibt es viele tolle Aktionen. Beispielsweise kann man auf dem Stand von Schweden in Halle 18 eines der berühmten Dala-Pferde schnitzen und bemalen. Man kann kulinarische Köstlichkeiten versuchen, wie den Sarawak-Schichtkuchen in Halle 26 bei Malaysia. Der Austernkönig von Fano ist da oder der Sternekoch Tarek Tyler aus Stockholm. Zum zweiten Mal gibt es nun das Berlin Travel Festival in der Arena. Es ist ein ganz neues Travel Lifestyle Format. Das Festivalkonzept besteht aus drei Teilen. Zum einen haben wir Präsentationen. Wir haben über 140 Speaker, die Reiseabenteuer teilen. Da ist der Glücksbeauftragte aus Bhutan, der über den Happiness Index in Bhutan spricht. Da ist Rüdiger Neberg, School of Life, Tastings, Kochveranstaltungen. Das ist das eine. Dann haben wir, wie schon gesagt, insgesamt knapp 150 Aussteller aus verschiedenen Bereichen. Wir haben Workshops, wir haben Fotografie-Walks, wir haben ein sehr schönes Format, ist, wo Leute ihre schlimmsten Reisegeschichten von sich geben können. Also eine offene Bühne, Worst Travel Stories. Die Leute sind eingeladen, ihre schlimmsten Reisegeschichten zu erzählen. Das ist ein sehr unterhaltsames Format beispielsweise. Sie sind zum zweiten Mal dabei, aber zum ersten Mal gibt es jetzt in Berlin der Frauentag. Und Sie haben sofort reagiert. Was gibt es bei Ihnen? Naja, also der Senat war so nett, uns noch einen Feiertag zu schenken, uns allen, den Internationalen Frauentag. Und wir wollten dieses Geschenk annehmen und zurückgeben und haben deshalb gesagt, dass wir an diesem Tag alle Frauen umsonst zu uns einladen. Es gibt eine kleine Beschränkung, weil die Arena natürlich auch in der Kapazität begrenzt ist. Also 2000 Tickets sind es, die wir an Frauen verschenken. Die müssen sich auf berlintravelfestival.com im Ticketshop dort registrieren und die 2000, die da zuerst sind, die sind bei uns herzlich willkommen als unsere Gäste.
Wir freuen uns auf der ITB, aber auch auf Berlin Travel Festival. Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, Sie da zu sehen. Bis zum 10. März stehen die Messehallen im Zeichen der ITB. Das Beste von 5 Kontinenten finden Sie auf der ITB. In den Gaza Kunstraum im Gaza Kunstzentrum, direkt am Hackischen Markt, findet die 16. Ausstellung statt mit der Künstlerin Natascha Küderli. Gaza ist ein moderner Energieversorger und Dienstleister. Weshalb sie sich für Kunst einsetzen, erfahren wir jetzt. Wir freuen uns, dass wir hier in diesem Ort einen Gaza Kunstraum haben, in der Mitte von Berlin gelegen, ein Ort, wo viele Leute auch vorbeikommen können. Die Straßenbahn hält direkt vor der Tür und wir haben tatsächlich Lust, Kunst von Berlinern und Berlinerinnen zu zeigen. Wir wollen Kunst zeigen, die mit Urbanität zu tun hat und einfach dann, wie auch jetzt in diesem Fall, ein Bild auf die Stadt wirft. Frau Küderli springt so ein bisschen raus, weil als Schweizerin, die in München lebt, passt sie eigentlich nur so halb in unser Konzept, aber durch die Arbeiten, die sie gemacht hat, wieder hundertprozentig, weil diesen Blick auf Berlin kann vielleicht auch nur jemand geben, der von außerhalb kommt und von außen guckt. Seit wann gibt es denn diese Kunsträumlichkeiten? Den Gaza Kunstraum haben wir seit 2014, also wir sind jetzt schon im 5. Jahr. Wir haben jedes Jahr 3 Ausstellungen, wir wechseln, haben unterschiedliche Genres. Es ist nicht immer Fotografie, das kann auch Malerei sein, das kann Zeichnung sein. Allerdings haben wir das erste Mal auch das Medium Film dabei und das ist toll, das kommt hier großartig und ich bin Frau Küderli sehr dankbar, dass sie uns diese Arbeit hier hingebracht hat. Und diese Ausstellung ist zugänglich für jedermann? Ja, wir haben während der Geschäftszeiten unseres Kundenzentrums geöffnet, das heißt wochentags von 10 bis 18 Uhr sind wir glücklich über jeden Besucher, der Lust hat vorbeizuschauen und sich die Arbeiten anzusehen. Wir sind ein Unternehmen, die sich für Kunst und Kultur in der Stadt engagieren. Wir sind wahnsinnig lange hier und wir wollen gerne ein bisschen was zurückgeben und das machen wir mit der Verantwortung eben auch für dieses Thema. Und insofern freuen wir uns, dass wir an diesem Ort genau dieses Gesicht zeigen dürfen und die Kunden freut es auch, wenn sie irgendwie hier durchkommen und einfach nochmal einen anderen Blick sehen, außer Energiedienstleistung und Energieversorgung, sondern auch jemand, der sich einfach für Dinge in dieser Stadt einsetzt. Die studierte Architektin Natascha Küderli hat ihre erworbenen Kenntnisse in der Theorie stetig durch Reisen in Bezug auf Architektur, Natur und Bewegung erweitert. Hiermit entwickelte sie ihr ganz individuelles Konzept. Es begann auf einer Bootsfahrt. Also normalerweise gehe ich nicht auf Bootsfahrten, wie Touristen das so tun. Aber ich wurde eingeladen von einem Freund meines Vaters, die große Bootsfahrt auf Landwehrkanal, Spree und Landwehrkanal von Charlottenburger Schloss einmal rum bis zurück. Und das war so der Beginn, dass ich eine Stadt aus einer anderen Ebene gesehen habe. Und da ich Architektur studiert habe, habe ich plötzlich die Stadt anders wahrgenommen und festgestellt, dass das sehr, sehr schön ist und dass man die Häuser und die Menschen alles an einem anderen Winkel sieht. Und als ich dann auf dieser Brücke stand und meiner Freundin gesagt hat, the world has to see this, das war so, ich wusste, ich stand da und wusste, ich muss das machen, das muss man filmisch zeigen. Habe ich natürlich, da ich nicht aus dem Film komme, versucht, mir überlegt, ja, wie kann ich das jetzt kommunizieren, was ich so bemerkenswert finde, was mich begeistert, was ich schön genug finde, um darüber einen Film zu machen. Einerseits, um die Finanzierung für den Film zu bekommen und andererseits, um ein Filmteam zu finden. Also ein Stückchen vom Film wird hier auch in den Kunsträumen gezeigt? Der ganze Film wird gezeigt. Und der ganze Film beinhaltet, also im Film sind auch die Collagen, weil die Collagen sozusagen eine Art Storyboard sind, aber auch ein Weg waren, um zu erzählen, was ich sehe. Ja, man kann jetzt auch sehen, wo sie überall waren. Ich sehe gerade die Oberbaumbrücke. Genau. Das ist eine Arbeit, die habe ich, während wir in der U-Bahn waren, habe ich seitlich fotografiert. Und ich bin sehr glücklich, dass ich diese Arbeit hier im Gaza Kunstraum ausstellen darf. Denn ich hatte immer das Bedürfnis, dass ich die mal eine Nummer größer herstellen möchte. Fotografieren Sie andere Städte so, wie Sie Berlin gewidmet haben? Ich bin jetzt gerade daran, München zu fotografieren. Ich habe jetzt das neue Thema, ist die Seele einer Stadt. Und da habe ich jetzt zum ersten Mal den urbanen Raum zusammen mit Menschen. Also wie verbindet der Mensch Orte in der Stadt? Wie kommuniziere ich das auch wieder über Fotografie? Und daraus wird auch wieder eine Art experimenteller Film mit Interview, mit Orten,
Wo fühle ich mich wohl, wo fühle ich mich unwohl, wo ist München fröhlich, wo ist München traurig, wo ist sie verletzt? Also die Münchner selber reflektieren ihre eigene Stadt. Wer ist sie denn gerade im Moment und wie geht es ihr wirklich? Bei Berlin haben Sie auch sowas rausgefunden, wie es uns Berliner geht? Ich würde sagen, dadurch, dass mich das Thema wirklich, also ich hätte nicht 12 Jahre dranbleiben können, wenn ich nicht die Leidenschaft gehabt hätte. Und ich muss feststellen, dass Berlin seit den letzten 4 Jahren sehr viel mehr Menschen hat. Es ist voller geworden. Man spürt auch, dass die Obdachlosigkeit zugenommen hat. Und man hat, also gerade im Sommer, ist der Verkehr in Berlin nicht so angenehm mehr. Also es ist ein wenig anstrengender geworden, in Berlin zu leben. Und ich habe auch Berliner gesprochen, die lange hier leben und sagen auch, ja, ich finde meine eigene Stadt im Moment gerade anstrengend. Also die Frage ist, wie geht Berlin da jetzt mit um? Kann eine Stadt auch mal eine Ruhephase haben? Kann eine Stadt auch mal sagen, wir müssen nicht immer nur wachsen? Wir können auch mal jetzt erstmal gucken, dass wir genügend die Infrastruktur so wächst, wie die Menschen zu uns kommen. Und wie kann man da auch auf eine gesunde Art Grenzen setzen? Ich meine, Kinder wachsen auch und dann haben sie Wachstumsschmerzen. Also München hat gerade Wachstumsschmerzen, weil sie mit dem Wohnungsbau nicht hinterherkommt. Dadurch haben wir so teure Mieten und das ist auch das Problem in München. Und ihr seid eine sehr beliebte Stadt. Es lebt sich wunderbar in Berlin. Tolle Sommer. Und ja, ich denke, dass Berlin eine Ruhezeit bräuchte. Deswegen haben Sie trotzdem diese Leidenschaft, die auch nicht zur Ruhe kommt, wahrscheinlich die Leidenschaft für Berlin. Wenn man mal jemanden liebt, dann bleibt man ja dabei. Es verändert sich wie in der Beziehung. Also ich meine, wenn Sie mal verliebt sind, sind Sie am Anfang ganz begeistert. Und dann lernen Sie die Person besser kennen, dann haben Sie auch mal Herausforderungen mit der Person. Also ich habe auch mit Berlin Herausforderungen gehabt. Ich habe auch viel geweint in dieser Stadt. Ich habe gedacht, wie werde ich jemals die richtigen Menschen treffen? Also so ein Geschenk, dass ich hier ausgestellt werde, das habe ich nicht erwartet vor 4 Jahren. Also das war so, diese Stadt ist so groß. Wie geht denn das hier? Wie werde ich denn jemals die Menschen treffen, die dann das eventuell auch schön finden, was ich gemacht habe und das auch zu wertschätzen? Also ja, dass sie das erkennen. Also ich habe jetzt Menschen gefunden, auch im Technikmuseum, im Stadtmuseum, die das jetzt erkennen, dass da was Kostbares dahinter ist. Aber dieser Weg dahin, also das war herausfordernd und ich bin froh, ich bin dran geblieben. Ich war kurz vorm Aufgeben. Mhm. Zum Glück haben sie das nicht getan und dadurch können wir Layers of Movement hier in den Gaza-Kunsträumlichkeiten sehen. Vielen Dank. Danke Ihnen. Layers of Movement. Die Ausstellung ist noch zu sehen bis zum 31. Mai. Jetzt gibt es erstmal eine klitzekleine Pause.